hier euch in unserer Family Time eine ganz spannende Woche vorzustellen, in die wir eigentlich heute hineinstarten. Wir haben wieder eine Vision and Prayer Woche. Wir haben bereits im Herbst, im September hineingestartet ins Schuljahr, in dem wir wirklich als ganze Gemeinde intensiv ins Gebet gegangen sind und dabei eines unserer Visionsstatements umbetet haben. Und so starten wir auch jetzt in diese Woche, also morgen geht es so richtig los, morgen Abend mit Online-Gebet und dann gibt es auch Gebetsmöglichkeiten in der Früh, aber auch am Abend und am Ende gibt es eine extrem coole Praise Night am Samstag, am kommenden Samstag, wo ihr entweder über Zoom oder über YouTube den Livestream mit dabei sein könnt. Und gerade bei der Praise Night geht es darum, dass du auch dein Instrument, also in deinem Wohnzimmer, in deinem Zuhause, mitnehmen kannst oder ja, dich damit vorbereiten kannst, du kriegst oder du hast schon per Newsletter all die Chord Sheets bekommen und du kannst teilnehmen an einem, ja, ich weiß, virtuell, das ist halt derzeit die einzige Möglichkeit, die wir haben, aber doch an einer virtuellen Praise Night, wo wirklich jeder, der möchte, sich mit einklinken kann, aber auch wenn du kein Instrument spielst oder nicht mitsingen kannst oder möchtest, kannst du mit dabei sein und wirklich in eine starke Begegnung mit Gott hineinfinden. Die ganze Woche steht unter dem Visionsstatement, die Kirche, die ich sehe, versteckt sich nicht. Sie ist eine Kirche für die Stadt, die Menschen in ihren Nöten begegnet. Und dieses Statement wollen wir umbeten. Mit diesem Statement werde auch ich heute in die Predigt einsteigen. Und mit diesem Statement wollen wir euch so sehr anfeuern, wirklich in das Jahr zu starten, weil ich glaube, es ist so klar und so sichtbar eigentlich auch, dass die Nöte sehr groß sind, auch wenn wir in einem sehr speziellen Jahr erneut drin sind, nach wie vor einem Corona-Jahr oder einer Corona-Zeit, wo wir ja uns hinter den Masken verstecken und vielleicht nicht so schnell Nöte erkennen, wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass Menschen in Not sind, dass Menschen leiden. Und wir wollen uns da nicht verstecken, wir wollen da kreativ sein, wir wollen da Wege suchen, um vor allem auch in unserem Bezirk, und da rede ich jetzt auch speziell vom 10. Bezirk von Favoriten, weil jeder von euch hat so sein Zuhause und seinen Bezirk oder seine Nachbarschaft, aber Gott möchte auch, dass wir als Standort hier im 10. Bezirk, als Wunderwerkstandort, hier präsent sind in unserer Nachbarschaft. Und dazu gab es bereits im November einen Visionsworkshop, wieder über Zoom, ein virtueller Workshop, wo wir begonnen haben, auch auf Gottes Stimme zu hören. Weil eins ist uns wichtig, gerade wenn die Nöte so groß sind und eigentlich auch so überwältigend sind, brauchen wir umso mehr Gottes Stimme, um zu wissen, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Step. Und so sind auch schon Gebetstreffen entstanden, vor Ort Gebetstreffen. Und wenn du da am Laufenden bleiben möchtest, dann folge uns auf unseren Gottesdiensten, aber auch in unseren Newslettern kriegst du da all die Infos, die du brauchst, um dich hier mit einzuklinken. Wir sind dazu berufen, eine Kirche für die Stadt zu sein. Weil in dieser Stadt sind Menschen, die Jesus so sehr brauchen. Ich kann mich noch so gut erinnern, das ist noch vor Corona-Zeit gewesen, als ich mal oben an der Ecke Absberggasse einkaufen war beim Supermarkt und ich sehe da eine Mama mit einem kleinen Kind, ihrer kleinen Tochter. Und die Tochter hatte so tiefe und sichtbare Augenringe von, ich würde mal sagen, verweinten Nächten oder zumindest von vielem Leid, von vieler Tragik, von vielem Schmerz, den dieses kleine Mädchen schon in ihren jungen Jahren durchmachen musste. Und ich habe mich in dem Moment komplett überwältigt gefühlt, wusste auch nicht wirklich, was ich machen kann. Ich habe es einfach wirken lassen auf mein Herz. Und ich glaube, das ist nicht ein Einzelfall, dem wir begegnen können, wenn wir ein offenes Auge oder besser gesagt ein offenes Herz für die Menschen um uns herum haben. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Ich hoffe, ihr erlaubt mir das mal so auch in eine Predigt hineinzustarten. Und da ist echt erschütternd, was in einem Jahr eigentlich alles so passiert oder wie viel Betroffenheit in einem Jahr in unserem Land oder in unserer Stadt Wien stattfinden kann. Zum Beispiel letztes Jahr gab es einen deutlichen Anstieg von Anrufen in Frauenhäusern aufgrund von häuslicher Gewalt gegen
Mütter und auch und oder ihren Kindern. Da war gerade im Lockdown letztes Jahr im Frühjahr ein Anstieg von 43% an Anrufen von ja wirklich verzweifelten Frauen oder Müttern mit ihren Kindern, weil hier Gewalt stattgefunden hat, die nicht mehr zu ertragen ist. Letztes Jahr gab es um die, und das ist eine Schätzung, 12.000 bis 30.000 Suizidversuche, wovon 1.000 leider geklappt haben. Ungefähr 35.000 Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche gibt es im Jahr. Es gibt keine genauen Zahlen, weil wir die nicht dokumentiert haben. Im Vergleich zu Deutschland, das sind 100.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr, sehen wir, dass in Österreich aufgrund der Größe des Landes verglichen mit Deutschland das ganz schön viel ist, diese Schätzung. Hey, das ist tragisch, das ist schmerzhaft. Ungefähr 30.000 Menschen in unserem Land haben ein Problem mit Drogen, das sie definitiv nicht im Griff haben. Ich mache weiter, ich hoffe, ihr könnt es noch. Circa 340.000 Menschen in Österreich sind alkoholkrank. 735.000 konsumieren Alkohol in einem Ausmaß, das alles andere als gut ist für ihre Gesundheit. Also in Summe 1 Million Menschen haben ein Problem mit Alkohol. Circa 15.000 Menschen, verteilt über das Jahr gesehen, auf Wien bezogen, sind oder lassen sich registrieren als obdachlos. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe noch eins. Jeder vierte Österreicher hatte bereits schon mal eine Depression durchlebt und die Tendenz ist leider steigend. Und ich könnte da weitermachen mit Kinderarmut, Menschenhandel, sexuellen Missbrauch, Mobbing und so weiter. Ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, die Not oder die Nöte sind sehr groß, aber wir können etwas machen in unserer Stadt, in unserem Land. Aber was haben diese Zahlen gemein? Was verbindet diese Zahlen? Naja, hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Ein Mensch, der leidet, ein Mensch, der vielleicht in Hoffnungslosigkeit versunken ist, ein Mensch, der so sehr Jesus braucht und vielleicht sogar so sehr darauf wartet, von dir über Jesus zu hören. Und das ist aber auch eines der Probleme, die wir eigentlich bekommen haben mit der ganzen Corona-Thematik oder vor allem der Corona-Zahlen-Thematik, dass wir so viel über Zahlen reden. Täglich reden wir, denken wir über Zahlen nach und müssen feststellen, dass über 6.000 Menschen in Österreich gestorben sind aufgrund einer Covid-19-Infektion. Und wir sehen diese Zahlen, aber wenn wir ehrlich sind, hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Familie, Angehörige, Freunde. Es ist tragisch. Es tut weh. Es ist schmerzhaft. Es ist eine Not. Und ich glaube, das Evangelium, es legt uns nicht eine Brille der Statistik auf, sondern das lädt uns ein, barmherzig zu sein mit den Menschen um uns herum. Und es ist diese Barmherzigkeit von Jesus, die immer auf den einen schaut, die sich nicht von Zahlen oder Statistik oder Massen ablenken lässt. Jesus schaut immer auf den einen. Und so lesen wir in Matthäus 9, 12 bis 13, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und ich glaube, ihr habt es gehört oder vielleicht auch in eurem eigenen Umkreis oder vielleicht seid ihr sogar selbst betroffen und realisiert, Nöte sind da. Menschen sind krank, nicht nur körperlich krank, sondern das sind ganzheitlich Dinge am Wirken in unserem Leben, die uns vielleicht binden, die uns in Abhängigkeit geführt haben, wo Jesus als der große Arzt auftreten möchte. Und das Krasse ist, wenn wir in die Geschichte Österreichs oder die Geschichte Europas hineinschauen oder besser gesagt zurückschauen, dann verdanken wir es dem Christentum, dass es Hilfseinrichtungen gibt, dass es Krankenhäuser gibt, dass es Schulen gibt und so weiter. Ja, sogar das Rote Kreuz wurde von jemandem gestartet, gegründet, der ein bekennender Jesus-Nachfolger war, dem Henry Dunant. Nächstenliebe,
ist keine Erfindung von Wohltätigkeitsveranstaltungen, sondern ist echt gewurzelt im lebendigen Glauben an Jesus, der ein Herz hat für jeden einzelnen Menschen in dieser Stadt, in diesem Land. Es gab mal einen Prediger, der vor versammelter Gemeinde, muss ich sagen, rote Aufkleber verteilt hat. Und auf diesen Aufklebern stand oben vergänglich. Und er hat der Gemeinde die Aufgabe gegeben, hey, klebt doch diesen Aufkleber auf all das drauf, wo ihr euch denkt, das ist vergänglich. Und sie haben die Aufkleber mitgenommen und losgelegt. Auf meinen Fernseher, oh je, vergänglich. Auf mein Haus, vergänglich. Auf mein schönes, nagelneues Auto, auch vergänglich. In meinem Fall, ich könnte es jetzt auf mein Tablet hier kleben, ist auch vergänglich. Auf meine Diplomurkunde, auch die ist vergänglich. Oder vielleicht geht es uns, oder ging es den Leuten, wo der Prediger diese Aktion gemacht hat, dann auch so wie diesem Mann, der, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte oder diesen Halbwitz kennt, der in den Himmel kam und vor der Pforte stand, um einzutreten, und er wollte unbedingt einen Goldbarren mitnehmen. Und irgendwann haben die Engel nachgegeben, aber auch irgendwo kopfschüttelnd gesagt, hey, ja, wenn du deinen Pflasterstein mitnehmen möchtest in die Ewigkeit, dann nimm doch deinen Pflasterstein mit. Aber eigentlich hat es keinen Wert hier in der Ewigkeit. Aber was ist es dann, was wir mitnehmen können? Was ist es, das ewigen Bestand hat? Und die Antwort ist so, so simpel. Das sind Menschen. Das sind Beziehungen. Beziehungen zu Menschen, die vielleicht durch dich, durch mich, durch uns zum Glauben an Jesus gefunden haben. Ja, das hat ewigen Bestand. Dein Leben hat ewigen Bestand. Und das sind es nicht rote Aufkleber, sondern vielleicht vielmehr ist es ein goldener Aufkleber, wo oben steht unvergänglich, den du verteilen kannst. Und vielleicht sind es diese Menschen, die irgendwann mal dann Folgendes sagen. Ich bin hier, weil es da diesen offenen Garten im Sommer, da war es noch leichter, einen offenen Garten zu haben, bei den Nachbarn gab, bei dir, bei mir gab. Ich bin hier, weil jemand eine WhatsApp schrieb. Du denkst dir, was kann schon eine Nachricht verändern? Ich bin hier, weil jemand da war, als ich ganz unten, ganz am Boden meines Lebens war. Oder vielleicht antworten diese Leute mal so wie, ich bin hier, weil ich im Supermarkt von so einem Fremden angequatscht worden bin. Oder ich bin hier, weil diese verrückten Christen einen Technikmitarbeiter suchten. Das musste ich irgendwie einbauen für unsere liebe Technik, die diese genialen Livestreams möglich macht. Hey, du kannst Ewigkeit bauen. Und du kannst Menschen mitnehmen in die Ewigkeit, Beziehungen mitnehmen in die Ewigkeit. Aber vielleicht sagst du jetzt, Benjamin, das überfordert mich total. Ich bin schon mit meinem eigenen Leben so beschäftigt, ich weiß ja gar nicht, wie ich mein eigenes Leben auf die Reihe kriegen soll, geschweige denn mich zu öffnen für Nöte der Menschen um mich herum. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da darf ich dir gleich vorweg sagen, hey, willkommen im Club. Auch mir geht's so. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht's uns allen so. Weil die Nöte der Menschen um uns herum, die sind immer größer als die Kapazitäten, die wir vielleicht haben, um diesen Nöten zu begegnen. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich warte, bis mein Leben geordnet ist, bis es perfekt ist und dann starte ich los. Oder du kannst sagen, okay, ich weiß, es funktioniert auch in meinem Leben nicht alles, aber ich möchte mich abhängig machen von Gott. Ich möchte auch die Nöte auf mein Herz wirken lassen. Und in dieser Abhängigkeit oder aus dieser Abhängigkeit heraus starte ich los. Und da können wir von Jesus so viel lernen. Und da habe ich drei Punkte mitgebracht, die ich euch, die ich uns mitgeben möchte. Wo wir echt lernen dürfen, ein Leben der Barmherzigkeit zu leben, so wie es Jesus gelebt hat. Und der erste Punkt, der wird hoffentlich gleich mal eure Schultern ein bisschen entlasten, wenn sie jetzt am Anfang der Predigt ein bisschen belastet worden sind. Und zwar der erste Punkt ist, Jesus, er lernte oder er lebte, besser gesagt, mit seinen Grenzen. Er hatte Grenzen. Und auch wenn Jesus sich unendlich aufgeopfert hat in seinem Leben hier auf Erden,
so war er sich auch bewusst, dass er Schlaf braucht, dass er Rückzug braucht, dass er Nahrung braucht, ja, dass er Grenzen hat. Und auch das war Teil seines Lebens, seines Menschseins hier auf Erden. Und von Anfang an ging es ihm nicht darum, nur selbst Menschen zu begegnen oder den Nöten der Menschen zu begegnen, sondern von Anfang an ging es Jesus darum, auch Menschen um sich herum freizusetzen, damit diese wiederum Nöten von Menschen begegnen. Es ging ihm darum, seine Grenzen zu erweitern. Nicht indem er mehr macht und noch mehr schuftet und noch mehr über seine Grenzen steppt, sondern indem er Menschen um sich herum freisetzt, mit ihm gemeinsam diese Welt zu verändern. Und vielleicht sitzt du vor dem Bildschirm und bist so eine Person, die total gerne hilft. Und dir brauche ich gar nicht sagen, hey, sei barmherzig oder mach dein Herz auf für die Nöte der Menschen um dich herum. Vielleicht muss ich dir sagen, hey, lebe mit Grenzen. Weil du bist in deiner Berufung, in deinem Herz für Menschen durchgestartet, ganz leidenschaftlich durchgestartet, aber bist dauernd über deine Grenzen gesteppt. Und auf einmal sitzt du da oder stehst du da und deine Leidenschaft ist weg und du fragst dich, warum. Aber Jesus lädt uns ein, aus der Abhängigkeit mit ihm heraus Menschen und vor allem Nöten von Menschen zu begegnen. Und das war auch das Geheimnis von Jesus. Und da lesen wir in Lukas 5, 15 bis 16 über eine Situation, wo eigentlich Revival war, Erweckung. So viele Menschen bewegt von Jesus und seiner Botschaft. Und da heißt es doch, die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Weil wo Jesus war, da sind Wunder passiert. Also strömten die Menschen in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und vielleicht denkst du dir auch, hey, Erweckung war da oder ist da. Oder ich kann mich in die Jünger hineinversetzen, die vielleicht zu Jesus gegangen sind. Hey Jesus, jetzt gerade kannst du nicht abhauen, hallo? Hey, die brauchen dich, die Menschen. Oder vielleicht haben die Menschen sich auch gemeldet und waren entsetzt. Hey, ich bin krank, hey, ich habe ein Problem. Hey Jesus, ich habe doch gehört, du kannst Menschen heilen, du kannst Menschen begegnen. Aber Jesus war sich bewusst, dass er eben auch Grenzen hat. Und er war sich bewusst, dass er die Abhängigkeit zum Vater braucht. Und so hat er sich immer wieder zurückgezogen und diesen Willen und diese Beziehung mit dem Vater im Himmel gesucht. Und das war sein Geheimnis, um, und das ist der zweite Punkt, nicht von Nöten angetrieben zu sein, sondern aus der Abhängigkeit des Heiligen Geistes heraus zu agieren. Weil Jesu Aktivitäten, aber auch Inaktivitäten waren inspiriert von dieser Beziehung mit dem Vater. Und das hat ihn davor bewahrt, auch im Willen des Vaters zu bleiben. Was heißt das jetzt für dich, für mich? Naja, wenn Not einfach nur auf dein offenes Herz trifft, das kann sehr schnell passieren, du brauchst nur dein Herz aufmachen, und du dann aber nicht diese Abhängigkeit mit Gott suchst, sondern einfach drauf losstartest, dann kann es am Anfang gut gehen, und du hilfst einer Person, die gerade in Not ist, aber du hörst nicht auf die Stimme Gottes, du hörst nicht auf deine eigenen Grenzen und irgendwann endest du in Frustration. Irgendwann bist du müde, weil irgendwann werden wir alle müde und irgendwann hast du vielleicht sogar einen Burnout und das wäre sehr tragisch und sehr traurig und du hast überhaupt keinen Bock mehr, dein Herz aufzumachen für die Nöte um dich herum. Es kann aber auch sein, dass du die Not gar nicht an dein Herz heranlässt, sondern nur an dein geistliches Herz heranlässt. Du denkst dir, ja, ich nehme das schon wahr um mich herum, ich bete einfach dafür oder ich sage einfach ein paar nette Sachen dazu, ich äußere mich dazu, aber das geht so an dir vorbei, es sind eigentlich nur leere Worte. Und auch da, ja, schön und gut, du hast zwar dein Herz geschützt, aber es ist nicht wirklich Begegnung, nicht wirklich Veränderung passiert. Aber vielleicht ist es auch so, und das wäre der beste, idealste Weg, dass die Not auf dein offenes Herz trifft, das wiederum in Abhängigkeit zum Heiligen Geist steht und dann wirst du Frucht sehen, gesunde Frucht in deinem Leben sehen und vor allem im Leben anderer sehen. Und dann wird Barmherzigkeit in Aktion treten. Und allein, wenn wir das Leben von Jesus studieren,
auf welch unterschiedliche Art er aus seiner Barmherzigkeit heraus, weil wir lesen immer wieder, dass Jesus von Barmherzigkeit, von Mitgefühl bewegt war. Das ist ein sehr starkes Wort in der Bibel, das eigentlich so viel übersetzt heißt wie, dass es dir die Eingeweide umdreht in dir. So stark hat Jesus Barmherzigkeit verspürt oder so stark hat Jesus Nöte auch wahrgenommen, aber er hat auch wiederum sehr unterschiedlich reagiert auf diese Nöte. Da gab es mal eine Situation, da waren, und das könnt ihr nachlesen, Matthäus 9, 36, da war eine Menschenmasse um ihn herum und er wurde wieder so überkommen von Barmherzigkeit. Und seine Antwort war, hey, das bewegt mich, aber betet, weil das ist ein Volk, das ist eine Menschenmasse, die hier ohne Hirten unterwegs ist, die hier bedürftig ist, die hier leidet, betet für Arbeiter. Betet für Menschen, die wiederum ihnen begegnen. Aber Jesus hat natürlich auch Kranke geheilt als Antwort auf diese Barmherzigkeit oder aus Barmherzigkeit heraus. Er hat Speisewunder getan, wo es ihn innerlich bewegt hat, dass diese vielen tausend Menschen ja tagelang ihm gefolgt sind und am Ende natürlich auch hungrig waren. Das hat ihn bewegt und er hat ein Speisewunder getan. Er hat Sünden vergeben, er hat Augen geheilt. Er fing aber auch an zu lehren, um Menschen nicht nur aus der Not zu helfen, sondern auch aus Systemen zu helfen, die wiederum Not in ihrem Leben ausgelöst haben. Also Jesus war wirklich ständig in dieser Connection mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Und ich kann mich selbst an so viele Momente erinnern, wo ich schlapp war, eher keine Lust hatte, jetzt jemandem zu begegnen, aber mich wiederum der Heilige Geist herausgefordert hat, hey, mach diesen Schritt, geh auf diese Person zu oder schreib diese Nachricht und am Ende ist was Schönes entstanden. Ich kann mich aber auch an Momente erinnern, wo ich mich total lebendig, total kraftvoll gefühlt habe und eine Not sah und einfach drauf los bin, ohne aus der Connection mit dem Heiligen Geist heraus zu handeln. Und ich war so von meinen Kapazitäten, Ressourcen her eigentlich kraftvoll, aber am Ende war es frustrierend und ich war müde und konnte nicht so helfen, wie ich es gern getan hätte. Der dritte, letzte Punkt von meiner Message. Jesus, er sah immer den einen. Jesus, er hat sich nicht beeindrucken oder ablenken oder irritieren oder manipulieren lassen von der Gesamtheit, von der Masse an Menschen. Er war in dem Sinn nicht auf Zahlen fokussiert, sondern auf jeden Einzelnen. Er ist diesem Einzelnen nachgegangen. Und da lesen wir in Lukas 15, 4 bis 6 diese schöne Geschichte, die Jesus zeichnet vom Hirten, der diesem einen Schaf nachgeht. Da heißt es, wenn jemand von euch 100 Schafe hat, also Lukas 15, 4 bis 6, wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. An der Stelle muss ich betonen, ich meine, es könnte vielleicht sich um ein Babyschaf gehandelt haben, aber normalerweise waren das 35 bis 50 Kilo, also ein Zementsack, den der Jesus auf sich genommen hat. Aber er trägt dieses Schaf nach Hause. Und nicht nur das. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, hey, freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Kommt, ich möchte meine Freude mit euch teilen. Und Jesus hätte sich auch denken können oder zu dem Schaf sagen können, schau, jetzt bist du schon den Weg alleine von mir weg, von den 99 noch dazu. Ich hole dich, ich finde dich, ich nehme einen strapaziösen Weg in Kauf, um dich zu finden, aber den Weg zurück, den darfst du schon selber gehen. Nein, voller Freude, voller Dankbarkeit nimmt Jesus dieses Schaf, das echt schwer war, auf die Schultern und geht damit nach Hause. Weil er dieses Schaf, und das ist natürlich ein Bild für einen Menschen, so sehr liebt und so sehr als wertvoll sieht. Und vielleicht bist du heute vor dem Bildschirm, das erste Mal am Livestream
oder du bist Christ oder warst Christ oder es ist kompliziert und du fühlst dich wie dieses Schaf, das mal Teil der 99 war oder nie Teil der 99 war und du spürst, dass da jemand an deinem Herzen anklopft. Und du denkst dir, ich habe eigentlich Gott den Rücken zugekehrt. Ich bin eigentlich Abkürzungen gegangen, ich bin Kompromisse eingegangen. Ich wusste sogar, dass diese Entscheidungen nicht richtig sein werden, aber ich wollte einfach so entscheiden. Ich wollte einfach diesen Lebensweg einschlagen. Und du schämst dich vielleicht sogar dafür, dass du abgekommen bist, dass du so ein verlorenes oder abgekommenes Schaf bist. Und zur gleichen Zeit merkst du aus dieser Geschichte heraus, dass es Jesus höchstpersönlich ist, der dir nachgegangen ist und nachgehen möchte und der vielleicht heute Vormittag speziell an deinem Herzen angeklopft hat. Und nicht nur, dass er an deinem Herzen angeklopft hat, er möchte dich wiederherstellen, er möchte dir in deiner Not begegnen, er möchte dich auf seine Schultern nehmen und diesen Weg, den du eigentlich in eigener Kraft abgebogen bist, weggegangen bist, den möchte er mit dir gemeinsam zurückgehen. Und weißt du, das ist Gnade. Gnade ist eigentlich, dass es schwieriger ist, wieder rauszugehen aus der Beziehung mit Gott, als es ist, wieder zurückzukommen in die Beziehung mit Gott. Weil du denkst dir vielleicht, hey, ich habe Gott betrogen. Willentlich, ich wusste es, dass es nicht richtig ist. Und jetzt schäme ich mich, jetzt verstecke ich mich. Aber bitte, hör doch aus dieser Geschichte heraus, dass der gute Hirte dir bereits nachgegangen ist und dass er nur darauf wartet, dass du dein Herz aufmachst, dich finden auch lässt und dass er dich auf seine Schultern nehmen kann und diesen Weg zurück mit dir gemeinsam geht, sogar auf seinen Schultern mit dir diesen Weg zurückgeht. Dass es ein guter Weg ist, ein freudiger Weg ist. Hey, wenn du das bist, ich möchte dich jetzt in diesem Moment einladen, dass du dein Herz aufmachst und mit mir ein kurzes Gebet sprichst. Weil es kann dein Moment, dein Ewigkeitsmoment gerade sein. Vielleicht bist du sogar jemand, der, wo ich vorher die Selbstmordstatistik aufgezählt habe, vielleicht bist du einer von denen, die nicht einen Versuch hinter sich haben, aber die zumindest schon über Selbstmord nachgedacht haben. Heute kann dein Tag sein. Heute kann der Tag sein, wo du das Leben neu umarmst und wo du vor allem in das ewige Leben einsteigst, in die Beziehung mit Jesus. Hey, wenn du das bist, geh in deinem Wohnzimmer, an deinem Platz, wo du gerade zuschaust, von mir oder wie du möchtest, geh auf die Knie, gib die Hand auf dein Herz, mach deine Augen zu und bete, antworte auf das, was gerade Gott in deinem Herzen tut. Und so bete ich jetzt, Vater, dass du kommst mit deiner Liebe, dass du kommst mit deinem Leben, dass du kommst mit deiner Versöhnung und dass da, wo Scham ist, wo Furcht ist, wo ein sich Verstecken da ist, wo ein Weglaufen da ist, dass jetzt diese Retterliebe hineinkommt in die Wohnzimmer, hineinkommt in die Herzen, genau dort hineinkommt, bei all jenen, die gerade ihr Herz aufgemacht haben und gesagt haben, ich möchte mich finden lassen. Herr, danke, dass du jetzt kommst mit Vergebung. Danke, dass du jetzt kommst mit Gnade. Danke, dass du uns jetzt auf deine Schultern legst, egal wie schwer oder auch wie schwer unser Ballast ist, und dass du uns zurückträgst, zurückbewegst in die Gemeinschaft mit dir, aber auch in die Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern, die an dich glauben, Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen. Hey, vielleicht hast du auch jetzt diese Predigt gehört und denkst dir noch, ah, ich möchte in Aktion treten. Ich würde dir so gern noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konkrete Tipps geben, wie du auch jetzt mittendrin in deiner Situation, ich weiß, es ist Lockdown, unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber wie trotzdem du einen Schritt machen kannst, wie du ein Zeuge sein kannst, wie du jemanden segnen kannst. Also, sei noch mal kurz mit dabei. Was kann ich, was kannst du also tun? Naja, an allererster Stelle, du kannst für Menschen beten und es ihnen aber auch sagen oder anbieten. Das geht übrigens auch über einen Anruf, ohne eine normale Begegnung.
Du kannst kleine Geschenke in Briefkästen hineinwerfen, muss natürlich reinpassen. Wenn du sehr eng bist in deiner Nachbarschaft, kannst du es auch auf den Zaun oder neben den Zaun hinstellen. Du kannst ein gutes Buch verschenken und dann schauen, was für eine Rückmeldung kommt oder schauen, dass du durch so ein Buchgeschenk ins Gespräch kommst. Natürlich kannst du auch von Wunderwerk erzählen und dass wir einen coolen Livestream haben, wo man jeden Sonntag bequem um 10 Uhr von zu Hause aus eine geniale Lobpreiszeit mitverfolgen kann, eine Predigt mithören kann. Du kannst für Menschen immer wieder in der Stille beten und sie segnen und dann auch mal bewusst abwarten, was passiert. Ja, du kannst dir auch dein Herz oder dich am Herzen fassen und in der Öffentlichkeit, da wo du Menschen begegnest, bei der Tankstelle, beim Supermarkt, bei deinem Chef oder bei deinem Sekretär, Sekretärin, Freund, Freundin, Unikollegen, du kannst dort ein Herz fassen und einfach mal eine konkrete Einladung aussprechen oder einfach mal deine Begeisterung, deine Leidenschaft teilen, deine Leidenschaft für Jesus teilen. Eins habe ich noch, gerade wenn du Menschen um dich herum hast, wo du weißt, hey, die sind nicht Christen, die sind Teil einer anderen Religion, hey, versuch doch mal in ein Gespräch zu kommen, wo du fragst, hey, wie lebst du eigentlich deinen Glauben? Wie lebst du deinen Glauben im Hinduismus? Wie lebst du deinen Glauben im Islam? Wie lebst du das? Das würde mich voll interessieren. Und natürlich aus einem ehrlichen Herzen, nicht aus einem, hey, ich frage dich das, damit ich was anderes fragen kann. Come on. Das ist nicht, was ich meine. Aber ein ehrliches Interesse zu zeigen an dem, was Menschen um uns herum glauben. Und auch das kann ein Schritt sein für eine Begegnung. Hey, ich segne euch mit diesen letzten praktischen Tipps nochmal, wie ihr einen Unterschied machen könnt und vor allem auch, wie wir Kirche in dieser Stadt sein können. Und mein Gebet ist, dass wir wirklich uns neu in unseren Herzen aufmachen, um den Nöten der Menschen um uns herum zu begegnen, aber das nicht im Alleingang machen, sondern wirklich aus der Beziehung mit Gott heraus.